Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Berlinerinnen und Berliner, ich werde jetzt nicht Zeit meiner Rede verschwenden, um auf diesen geistigen Sinkflug der AfD näher einzugehen. Vielleicht nur ein Satz dazu. Halten Sie diese Rede mal in einem vom Klimawandel jetzt schon akut betroffenen Land. Gehen Sie mal zu den Pazifikinseln oder gehen Sie zu Menschen, die ihre Lebensgrundlage verlieren, und halten Ihnen diese Rede. Das wäre wirklich mutig. Ich wette, das werden Sie sich nicht trauen. Der 20. September war für mich einer der aufregendsten Tage in meinem politischen Leben. Es war fantastisch, bei der bisher größten Klimademonstration in Deutschland dabei gewesen zu sein. Auch weil man sich als Teil eines größeren Ganzen, nämlich einer globalen Bewegung für Klimagerechtigkeit, gefühlt hat. Und ich will wirklich nochmal aus vollem Herzen allen, ob alt oder jung, danken, die an diesem Tag gegen die Klimakrise auf die Straße gegangen sind. Ihr habt alle einen großartigen historischen Erfolg möglich gemacht. Und auch ein Dankeschön an meine Kolleginnen und Kollegen Katalin Genburg, Marion Platter, Georg Kössler und Stefan Gelper, unseren Ex-Kollegen, die mit mir zusammen als parlamentarische Beobachterinnen und Beobachter auch diesen Tag begleitet haben. Jetzt sollte man eigentlich meinen, in einer funktionierenden, repräsentativen Demokratie sollte eine solche gesellschaftliche Kraft wie die Klimabewegung, die fast 1,5 Millionen Menschen auf die Straße gebracht hat, die politischen Verhältnisse zum Tanzen bringen. Deswegen waren nicht wenige gespannt auf die Inhalte des noch am gleichen Tag präsentierten Klimapaketes der Bundesregierung. Als dieses dann kam, war die Reaktion vor allem Enttäuschung und Wut. Und ich kann das voll und ganz nachvollziehen, und mir geht es genauso. Und ich habe, und zwar nach intensiver Lektüre, Herr Freimark, des 22-seitigen Paketes, kann ich einfach nur feststellen, dieses Dokument wird der historischen Aufgabe, dass Deutschland seinen Beitrag zur Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels leistet, in keiner Weise gerecht. Es wird ihm einfach nicht gerecht. Meine Redezeit würde gar nicht ausreichen, um die vielen Defizite und Leerstellen zu benennen. Daher nur eine Worstlist aus diesem Klimapaket. Schon die Ziele an sich sind unzureichend. 65% Ökostrom bis 2030 ist das, was wir sowieso erreichen werden wahrscheinlich. Da gibt es überhaupt keine neue Ambition. Die Pariser Klimaschutzziele sind nicht Grundlage des Klimapaketes. Und vor allem eine Sache, die uns hier in Berlin direkt betrifft. Mieterstrom. Eine sozialverträgliche Möglichkeit der erneuerbaren Stromversorgung direkt vom eigenen Dach, günstiger als der Grundversorgertarif, entlastet Stromnetze, ist durch bürokratische Fesseln auf Bundesebene im Augenblick zu einem Nischendasein verdammt. Das ist allgemein eigentlich anerkannt. Dieser Senat hat eine Bundesratsinitiative dazu gestartet. Was steht dazu in diesem Klimapaket? Wir prüfen es. Und wir wissen doch alle genau hier in diesem Saal, was Prüfaufträge bedeuten. Das ist ein totales Versagen der Bundesregierung, auch bei diesem Punkt. Bei der Windkraft gibt es sogar Verschlechterungen. Es wird ein Mindestabstand auf Bundesebene festgelegt, ein grotesker Eingriff in die kommunale Planungshoheit. Völlig absurd. Das wird das Leben schwerer machen für die Berliner Stadtwerke. Unsere Stadtwerke sind darauf angewiesen, in Brandenburg in Windkraftanlagen zu investieren. Wenn das Klimapaket so kommt in dieser Form, wird das erschwert. Auch eine Katastrophe. Der CO2-Preis, das ist schon darauf angesprochen worden, ist ein Placebo. Ich will nur eins kurz benennen. Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, das ist keine Linke, wahrscheinlich auch keine Grüne, ich weiß es nicht, sagt, dieser CO2-Preis hat keinerlei Lenkungswirkung. Ein vernichtendes Urteil wieder für die Bundesregierung. Und dann, ehrlich gesagt, habe ich nicht wirklich damit gerechnet, aber es muss wieder festgestellt werden, die Bundesregierung legt sich nicht mit den wirtschaftlich Mächtigen an. Es gibt keinerlei Vorgabe für die Automobilindustrie für niedrigere CO2-Grenzwerte. Kein Zeitplan für das Ende des fossilen Verbrennungsmotors, noch nicht mal ein Tempolimit. Was ist da für eine Absurdität, dass dieses Land als einziges in Europa nicht die Kraft hat, ein Tempolimit zu beschließen? Selbst das hätte man doch wenigstens machen können. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Es gibt keinen Subventionsabbau, keine Agrarwende, und es liegt immer noch kein Gesetzentwurf zum Kohleausstieg vor. So, viel Schatten. Ich will aber nicht verschweigen, es gibt auch etwas Licht. Ja, ich habe es ja genau gelesen. Dass der Ausbaudeckel für Solarenergie fällt, ist gut. Dass neue Ölheizungen ab 2026 verboten werden, ist gut. Gar keine Frage. Und auch die verstärkten Investitionen in den Ausbau und die Elektrifizierung des Schienennetzes sind gut. Gar kein Thema. Auch die Förderung der Elektromobilität, die Entwicklung einer Wasserstoffstrategie geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Aber es kommt doch am Ende des Tages darauf an, was für ein Beitrag wird dieses Klimapaket leisten. Und wenn selbst der Chef des Thinktanks Agora Energiewende sagt, es wird maximal ein Drittel des erforderlichen Einsparzieles erreicht, dann ist das einfach ein dramatisches Versagen. Tut mir leid. Herr Kollege, ich darf Sie fragen, ob Sie zwei Zwischenfragen einmal von Herrn Freimark, CDU, und von Herrn Gläser, AfD, zulassen. Freimark, ja.
Lieber Kollege Effler, Sie haben ja gerade kurz die Elektromobilität angesprochen. Sie haben wahrscheinlich auch gelesen, dass 7 bis 10 Millionen Fahrzeuge elektrobetrieben bis 2030 am Markt gebracht werden sollen. Ist das nicht schon ordentlich Vorgabe für die Automobilkonzerne? Das ist keine Vorgabe, das ist Wunschdenken. Das ist das Ziel, was man erreichen will. Aber es gibt überhaupt nicht die Gewissheit, dass das kommt. Das wurde schon vor 5 oder 10 Jahren gesagt, wir wollen 1 Million Elektrofahrzeuge haben. Wir haben jetzt, ich weiß es nicht, 100.000 oder was in Deutschland. Also das ist noch lange nicht politisches Handeln. Das ist ja genau das Dramatische, warum so viele enttäuscht und wütend sind. Diejenigen Maßnahmen, die man hätte machen können auf Bundesebene, die werden einfach nicht angegangen. Und deswegen wird der Protest auch weitergehen. Dieser Protest wird nicht aufhören, er wird weitergehen. Das ist gut so. Und für uns als rot-rot-grüne Koalition, für uns als Senat, ist es aus meiner Sicht Folgendes wichtig. Dieses Paket muss dringend nachgebessert werden und der Senat muss in diesem Sinne auch im Bundesrat agieren, damit das Klimapaket verbessert wird. Es ist wichtig, was auf Bundesebene passiert, damit wir unsere eigenen Klimaziele erreichen können. So, ich habe schon gesagt, die Klimabewegung wird weitermachen, auch Extinction Rebellion am 7. Oktober, das ist gut so. Ich will noch auf eins hinweisen, auf internationaler Ebene. Sollten Sie jetzt mal von der AfD, von der Klimawandel-Leugner-Fraktion mal genauer zuhören. Ein Land hat in New York gerade einen sehr mutigen Vorschlag gemacht, nämlich bis zum Jahr 2028 alle Kohlekraftwerke, Braunkohlekraftwerke abzuschalten. Das ist Griechenland. Leider nicht Deutschland, Griechenland. Aber auch ein anderes Land hat sich deutlich bekannt zur Bekämpfung des Klimawandels. Das ist nämlich Ungarn unter Viktor Orban. Wirklich kein Mensch, den politisch sehr gut finde. Ist das jetzt ein Verräter für Sie oder ein Öko-Dschihadist? Ich glaube, Sie isolieren sich selbst in Ihrer eigenen rechtsradikalen Gemeinschaft. Tut mir leid. Aber es ist Ihr Problem. Ich habe jetzt viel über die Bundesebene geredet, weil es nun mal aktuell ist und weil ich hier an dieser Stelle vor 3 Wochen ausführlich die Vorschläge meiner Fraktion für mehr Klimaschutz in Berlin vorgestellt habe. Es hat sich aber eine Sache seit dem letzten Plenum ergeben, die will ich hier auf alle Fälle kurz erwähnen, weil ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Es ist eine Machbarkeitsstudie zum Kohleausstieg vorgestellt worden. Wir handeln in Berlin. Wir werden bis 2030 aus der Kohle aussteigen und in diesem Jahr wird bereits das Kohlekraftwerk Reuter abgeschafft und abgeschaltet. Das ist ein Erfolg. Der Bund redet, Berlin handelt. Und das ist übrigens eine Sache, auf die wir gemeinsam als Koalition, als rot-rot-grüne Koalition auch mal stolz sein sollen. Und das haben wir zusammen geschafft. Und das sollten wir auch so nach außen gemeinsam kommunizieren. Herr Freimark, in einem Punkt gebe ich Ihnen völlig recht. Was die energetische Sanierung angeht, müssen wir mehr tun. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Genau deshalb werden wir auch jetzt in die Schlussberatung der Haushaltsverhandlungen einbringen, dass wir hier mehr Geld bereitstellen für die energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden, wie Polizeiwachen, wie Feuerwehrwachen und andere Dinge, über die BIM, vielleicht über andere Institutionen. Da sind wir dabei. Wenn Sie da auch Vorschläge haben, umso besser. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht das zusammen etwas hinbekommen. Das bringt nämlich kurzfristig wirklich Einspareffekte. Das ist betriebswirtschaftlich sinnvoll und das wollen wir jedenfalls gerne anschieben. Ich will noch was sagen zum Thema ÖPNV, war ich jetzt ein bisschen nett zur CDU, jetzt wird es weniger nett, kann ich gleich sagen. Und zwar, dass Sie uns hier, was wir hier gerade erleben mit den ÖPNV-Tarifen, das ist schon ein ganz schönes politisches Theater, muss man schon sagen. Ja, auch bei uns gibt es keine Begeisterungsstürme über eine Tarifanpassung. Natürlich nicht, das ist doch völlig klar. Aber erstens sind die Tarife seit 2017 in Berlin stabil geblieben. Zweitens haben wir für viele Bevölkerungsgruppen reale Verbesserungen erreicht. Wir haben das kostenlose Schülerinnen- und Schülerticket eingeführt. Wir haben Verbesserungen beim Sozialticket eingeführt und bei anderen Tickets, beim Jobticket und so weiter und so fort. Und Ihr verkehrspolitischer Sprecher, Herr Friederici, der ist jetzt gar nicht im Raum, der hat das schon geahnt, hat vor einem Jahr noch Folgendes gesagt, Zitat, Tariferhöhungen müssen sein. Dass Rot-Rot-Grün das nicht möchte, weil sie damit wahrscheinlich ihre eigenen Wähler vergrätzen, kann ich verstehen. Entschuldigung, was Sie hier machen, ist politisches Theater. Einigen Sie sich mal, warum Sie uns kritisieren, dass wir Tarife erhöhen oder dass wir sie nicht erhöhen. Das muss mal langsam klar werden bei Ihnen. Herr Kollege, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Scholtisek von der AfD zulassen. Nein, ich komme jetzt zum Schluss. Mir ist nur ein Aspekt noch wichtig, und zwar ein finanzpolitischer Aspekt, der noch gar nicht angesprochen worden ist. Und zwar, Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Wir müssen öffentliche Investitionen in einem enormen Ausmaß zur Verfügung stellen. Sonst schaffen wir die Trendwende nicht. Das bedeutet, die schwarze Null muss weg. Damit meine ich jetzt nicht nur Horst Seehofer, der auch gerne, sondern die Ideologie der Haushaltskonsolidierung. In Zeiten rekordniedriger Zinsen muss investiert werden.
Und hier in Berlin braucht es maximale Flexibilität bei der Umsetzung der Schuldenbremse. Auch da sind wir auf einem guten Weg. Vielen Dank und ich freue mich auf weitere Debatten in diesem Parlament.